Herr Siren, gerade eben Indien, nun China. Die Frage, die jetzt durch die deutschen Medien geistert, ist ja, plant die Kanzlerin einen Schwenk nach Asien? Könnte man das so sehen? Naja, es ist nicht so sehr die Frage, was sie plant, sondern in welchen Spielraum sie überhaupt hat, ihre Interessen durchzusetzen. Und es ist offensichtlich, dass sie ihre Interessen zum Beispiel im Klimabereich, aber auch im Handel, aber auch was Weltfinanzinstitutionen betrifft, offensichtlich nicht mit Donald Trump durchsetzen kann und den Amerikanern und deshalb sich andere Koalitionspartner suchen muss. Insofern ist es weniger eine Frage des Willens, sondern eine Frage, wo ist der Spielraum da, seine Interessen mit anderen Partnern durchzusetzen. Donald Trump wurde ja jetzt gerade schon angesprochen. Wäre denn die Situation unter einer US-Präsidentin Hillary Clinton ähnlich oder ganz anders? Ja, natürlich wäre die ganz anders. Die Chinesen hätten andere Probleme mit Hillary Clinton sicherlich, weil sie ja einen sozusagen sehr aggressiven Kurs gegenüber China gefahren hat. Aber das Klima, Weltklimaschutzabkommen wäre natürlich nicht in Frage gestellt worden. Insofern ist das schon eine politische Entwicklung, die ganz eng mit der Person Trump verbunden ist. Die Beziehungen zwischen Deutschland und China sind ja auf wirtschaftlicher Ebene bereits schon beeindruckend. Inwieweit kann man auch auf politischer Ebene zusammenarbeiten? Naja, wie gesagt, es bietet sich an, wenn man gleiche Interessen hat. Das ist eigentlich ganz einfach. Und das ist im Grunde fast eine natürliche Entwicklung von einem festen transatlantischen Bündnis, wo man auf Gedeih und Verderb zusammengehalten hat, in Richtung einer multipolaren Weltordnung, wo man sich umschaut und guckt, bei welchen Themen passt es, mit welchem Partner zusammenzuarbeiten. Um ein Beispiel zu nennen aus der Vergangenheit, da waren es auch die Deutschen und die Chinesen, die die Amerikaner überzeugt haben, gegenüber dem Iran eine andere Politik zu fahren. Insofern wird das etwas sein, eine Entwicklung sein, an die wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen. Könnte Deutschland irgendwann in der Position sein, China ja zum Beispiel bei seinen Gebietsansprüchen im südchinesischen Meer zu unterstützen? Nein, das ist ja nun eher nicht unsere politische Linie. Bei diesem Thema haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber es macht natürlich Sinn, zunächst einmal die Gemeinsamkeiten zu suchen, statt auf den Unterschieden herumzureiten, weil da kommt man nicht weiter. Viel besser ist es, sich hinzusetzen und zu sagen, guck mal, beim Handel haben China und Deutschland, die beide gewissermaßen sich abwechseln als Exportweltmeister, die ähnliche Interessen. Lass uns mal zusammensetzen und gucken, was man da machen kann gegen eine Politik des Protektionismus, die um sich greift. Ist diese Entwicklung also permanent? Erleben wir da eine permanente Annäherung zwischen Deutschland und China oder vielleicht sogar auch den BRICS-Staaten? Indien war ja auch recht angetan von dem Treffen jetzt diese Woche mit der Kanzlerin. Naja, es ist die multipolare Weltordnung ist eine permanente Annäherung an andere Länder. Das trifft natürlich nicht nur China, sondern auch andere Länder. Bei China ist der große Vorteil, dass China relativ mächtig ist. Und die Chance natürlich größer ist, als wenn man sich mit Island zusammentut, dass man seine politischen Interessen durchsetzen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, im Moment sieht das nicht so aus, aber dass es durchaus gemeinsam politische Interessen mit Russland gibt. In anderen Fällen wieder mit Brasilien, wieder in anderen Fällen mit Indien. Ich glaube, an diese politische Weltlage werden wir uns gewöhnen müssen. Und je schneller wir uns daran gewöhnen, desto einfacher wird es für uns, unsere politischen Interessen, da geht es um wirtschaftliche Interessen, aber eben auch Werte, möglichst tiefgreifend durchsetzen zu können. Könnte sich das denn zum Beispiel 2020 mit einer neuen US-Regierung wieder ein Stück weit ändern oder ist das jetzt, wie eben gesagt, permanent? Naja, es kann sich natürlich wieder ändern mit einem neuen amerikanischen Präsidenten, dass man wieder an manchen Punkten mehr Gemeinsamkeiten hat, aber ich würde schon sagen, es wird nie wieder so, wie es früher war. Die Zeit des fraglosen transatlantischen Bündnisses ist wahrscheinlich für immer vorbei. Yes, my people. Big up on ourselves.